Moin Thomas. Ja, morgen Hartwig. Hallo Freunde. Okay, ja. Heute fangen wir mit was Neuem an. Ja. Und zwar? Nicht mit Kommunikation. Okay, sondern? Ja, jetzt. Mit dem Thema Führung. Führung. Wir haben jetzt 2 Wochen Kommunikation gehabt, 4 Clips. Ihr erinnert euch, jede Woche 1 bis 2 Clips. Und jetzt folgen halt 2x2 Clips für die nächsten 2 Wochen zum Thema Führung. Genau. Für diejenigen von euch, die einige Clips verpasst haben, kein Problem, weil dann einfach auf unsere Seite www.common.de. Okay, und da gibt es 4 Videoclips und viel Vergnügen. Ja, genau. Das war's schon? Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über jeden Kommentar. Ja. Und deswegen klickt an und auf geht's. Auf geht's. Ja, liebe Freunde, so geht's weiter. Nochmal, ihr seht orange über diesem Kreidetafel, seht ihr unser Thema Führung. Und der Ausgangspunkt unserer Videoclip-Reise über 4 Videoclips werden Hidden Champions sein. Und Hidden Champions sind, Thomas? Ja, Familienunternehmen, meist im Mittelstand, irgendwo mitten auf dem flachen Land und sind aber auch Weltmarktführer in einer ganz bestimmten Nische. Ja, okay, und die sind für 50% des deutschen Exports verantwortlich. Also wirklich international extrem erfolgreiche Unternehmen. Und wir haben uns gedacht, wir nehmen die als Benchmark. Und Benchmark heißt, wir vergleichen eure Workbench oder ihr könnt eure Workbench, eure Firma vergleichen mit der Workbench eines Hidden Champions, um dann herauszufinden, wo ihr stark und wo ihr weniger stark aufgestellt seid. Und das wird unser drittes Thema sein. SWOT-Analyse. SWOT-Analyse haben wir auch gemacht bei uns. Ne? Ja, wir haben es vor ein paar Monaten gemacht, mit viel Freude. Genau. Und mit ganz, ganz spannenden Erkenntnissen. Und die SWOT-Analyse, Stärken, Schwächen, Chancen, Risiko-Analyse, ist dann der Ausgangspunkt für den Clip Nummer 4. Und das heißt, wenn Änderungsbedarf besteht, bezüglich Reorganisation, Klammer auf Change, Klammer zu, dann bekommt ihr in dem 4. Clip, bekommt ihr noch viele praxisnahe Informationen von uns. Jeweils natürlich auch dazu, und das darf man nicht vergessen, ein bisschen was in die Kommunikation geht immer wieder, das muss weitergegeben werden und so weiter. Ja, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt sehen wir hier Chinas Aufstieg mit Kapital, Kontrolle und Konfuzius. Wie kommen wir jetzt auf einmal auf China? Das musst du mir mal erklären. Ja, Hartwig. Vor 3 Jahren ist eine Agentur aus Freiburg auf uns zugekommen und hat gefragt, wie die auch auf uns gekommen sind, ob wir nicht hier einen Vortrag halten können von der chinesischen Wirtschaftsdelegation, also Geschäftsführer, Vorstände aus China. Und ich war frei in der Wahl des Themas und dann dachte ich, okay, ich biete Ihnen einen Vortrag an zur Seele der deutschen Wirtschaft. Und das sind familiengeführte mittelständische Unternehmen. Und im Übrigen ist das Thema Hidden Champions ist auch Gegenstand unserer Strategieseminare. Dazu später noch ein bisschen mehr. So, jetzt steht da plötzlich 419%. Was kannst du mir dazu sagen, Hartwig? Ja, 419% heißt, die deutsche Volkswirtschaft ist pro Kopf und pro Jahr um 419% leistungsfähiger als die Chinesen. Wow. Genau. Wow. Und, ja. Und die wollen halt wissen, wie geht's. Und das wollen sie seit 3 Jahren. Das heißt, sie kommen vorbei und wollen sagen, ey, wir wollen jetzt von dir mal erklärt kriegen, warum da so ein Sprung notwendig sein müsste. Ja, ja, das ist es. Ja, jetzt sehen wir eine Tafel, die hat mich völlig gerockt. Lieber Hartwig, da musst du mir wirklich jetzt mal zur Hilfe kommen, weil ich weiß nichts mehr zu sagen darüber. Das ist wirklich unglaublich. Okay, dann, ja, was ihr seht, liebe Freunde, ist senkrecht aufgetragen die Anzahl der Hidden Champions und waagerecht verschiedene Länder. Und ihr seht, die Top-Anzahl von Hidden Champions ist in Deutschland 1307. Das ist jetzt nicht Aktualität 2017. Und ihr seht, in anderen Ländern ist eine deutlich geringere Anzahl. Ja. Vielleicht eine Anmerkung, wenn ihr euch einfach mal... Der Schwerpunkt der Hidden Champions ist im südlichen Bereich Deutschlands, Baden-Württemberg, Bayern, im westlichen Teil Tschechiens, im östlichen Frankreichs und auch im nördlichen Teil Italiens. Also das ist so ein Kreis nördlich und südlich der Alpen und in den Alpen, in denen diese Hidden Champions unterwegs sind.
Ja, da steht es auch schon, die Frage von Hidden Champions lernen. Ja. Ja, liebe Freunde, ihr seht hier zwei Bilder. Links ein Bild mit dem daneben stehenden Text Uhrmacher, rechts Zeitansage. Und die Spalten, die links und rechts stehen, die haben zu tun mit zwei ganz, ganz verschiedenen Unternehmenswelten. Und die linke Welt, wir werden jetzt immer wieder ein bisschen von links nach rechts springen. Das werden wir gemeinsam machen, also keine Sorge. Die linke Welt steht für unser Thema. Mittelständische Unternehmen, mittelständische familiengeführte Unternehmen, die hat langfristig denken. Hier steht in Generationen. Generationen 25 Jahre. Und demgegenüber börsennotierte Unternehmen denken in Quartalen, DAX-Unternehmen, Quartalsbilanzen. Das linke Geschäft ist, springt da mal in den übernächsten Punkt. Das linke Geschäft, die Uhrmacherwelt, denkt strategisch, langfristig. Und die rechte, Operativ. operativ, Ja, kurzfristig. klar. Und in der rechten Welt geht es darum, Kosten zu minimieren. Wenn es börsennotierte Unternehmen sind, geht es darum, die Interessen der Shareholder, der Anteilseigner zu befriedigen. Und der Fokus ist dann Dividende, Marktkapitalisierung. Und in der rechten Welt sieht es halt ganz, ganz anders aus. Und dann springen wir nochmal in die zweite Zeile von oben hinein. Welche Bedeutung, was ist eigentlich die Bedeutung von Mittel und Zweck in den beiden Welten? In der Uhrmacherwelt ist Gewinn kein Thema, Gewinn muss sein. Gewinn ist Mittel, um den Zweck Qualität zu forcieren. Also in der Uhrmacherwelt geht es darum, Gewinne zu machen, damit statt 99,99% Qualität 99,99% Qualität realisiert werden. Und in der rechten Welt ist Gewinn Mittel, um den Zweck noch mehr Gewinn zu machen. Zum letzten Punkt haben wir nachher noch mehr zu sagen. Jetzt geht es aber rüber zu Hidden Champions, die wir direkt benennen könnten mitunter, aber auch Ja. die Eigenschaften genau Ja. benennen. Also was ihr hier seht, sind halt Uhrmacherunternehmen. Das sind von vielen, vielen tausend Hidden Champions, sind das einige wenige. Also zum Beispiel KUKA. Augsburg. Produktionsroboterhersteller. Da gibt es coole und YouTube coole Clips dazu. Die Links stellen wir vielleicht später noch ein. Und KUKA-Roboter sind wichtiger Bestandteil von Produktion 4.0. Hasenkamp. Spezialspediteur für den Transport von Kunst. Ja, weltweit, Ja, absolut. Also, absolut. als MoMA umgezogen ist, beziehungsweise Ja. wurden darüber eingelagert und, ja, und Ja. verschickt und, ja. CEAG. Luftreinigung, Filter. Oder es gibt eine Firma, deren Namen ich vergessen habe, Hidden Champion, der weltweit 100% aller Theatervorhänge herstellt. Richtig, genau. Ja, Ob ja. die samtroten oder die blauen. Und der denkt mal, okay, das ist doch kein Problem, aber das ist es schon. Nee, das ist eine absolut hohe Qualität Ja. und die nur die aus dort tatsächlich so erzeugen können. Okay. Ja, dann lasst uns mal einen Blick reinwerfen in die Kultur dieser Firmen. Richtig. Ja. Ihr seht, also links ein Bild, das ganz, ganz typisch ist für Hidden Champions. Das ist. Irgendwo in der weiten Welt, ganz tief irgendwo verbohrt, im Schwarzwald wahrscheinlich, oder? Nein, das ist im Bayerischen, das ist Oberndorf. Und Ah, okay. in Oberndorf sind, glaube ich, drei Produzenten, Waffenproduzenten. Walter, Mauser und noch eine andere. Ja, Und kommen wir auch nicht drauf, ja. das sind halt, das ist ganz, ganz typisch. Diese Hidden Champions sind vor 100, 150 Jahren entstanden, in der dörflichen Region. Die Eigentümer, häufig waren es Schmieden oder was auch immer, und die hatten hohes Qualitätsverständnis. Und die hatten auch den Wunsch, alles selbst zu machen. Und weil die logistische Infrastruktur halt sehr schwach ausgeprägt war, hatten sie auch den Wunsch, alles am Ort zu machen. Das heißt also, Riesenstolz auf das Unternehmen, Stolz auf die Region, also Ja. die ländliche Gegend, Ja. geringe Fluktuation. Ja, die Leute, die da waren, die sind halt häufig auch da geblieben. Vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Punkte angesprochen. Die haben sich als psychologische Marktführer verstanden. Nicht Ah, nur, ja. ja, also sie waren nicht nur die Nummer eins, sondern sie haben sich auch gefühlt. Und wenn ihr, ich schaue gerade, wenn ihr jetzt runterspringt auf den letzten Punkt, lasst euch nicht durch die chinesischen Schriftzeichen irritieren, das ist ein Vortrag für chinesische Kunden, dann sind, in ihrem Verständnis sind, gibt es keine Wettbewerber, sondern lediglich Wegbegleiter.
Und ja, lass uns, okay, der nächste Punkt ist halt Geschäftsmodell. Wie funktioniert das überhaupt? Hidden Champions bedienen eine ganz, ganz enge Nische. Stichwort enge Spezialisierung. Sie haben eine extrem hohe Fertigungstiefe. Das heißt, bis zur letzten Schraube stellen Sie selbst her, absolut, wird sie selbst dort gedreht und, absolut, ne? absolut. Ja. Und um den Vorsprung, um den Wettbewerbsvorsprung gegenüber Wegbegleitern zu halten, haben Sie eine hohe Reinvestitionsquote. Das heißt, ein ganz erheblicher Teil der Gewinne wird in die Forschung und Entwicklung hineingesteckt. Und ihr könnt euch vorstellen, wie spannend es ist, dann die eigenen Ideen oder Innovationen zu schützen Ja. vor chinesischen Interessenten, Ja. die halt interessiert an Kooperationen sind. Ja. Was noch dazu gehört zu diesem Geschäftsmodell ist, neben der hohen Reinvestitionsquote extreme Kundennähe weltweit. Das heißt, wie im eigenen Dorf, in Oberndorf oder wo auch immer, kennt man den Kunden sehr, sehr gut. Der Kunde kennt dann ebenfalls, man kennt die Prozesse. Ja, da wird die Schraube auch angepasst Ja, an den Kunden, ja, was sie dort befestigt werden ja, muss und so ja, weiter und so weiter. Ne? ja. Und Ja, man genau. bietet nicht nur eine produktbezogene Lösung an, sondern auch eine Lösung, um das Ergebnis im System des Kunden zu integrieren. Dass sich die Sachen, dass sie hohe Kosten haben, hohe Qualität, hohe Kosten, versteht sich von selbst. Ja. Okay, jetzt gibt es. Vergleich der Kulturen. Ja, Ja. also es kann ja sein, oder die Chinesen sagen, ja, wir sind interessiert daran. Und meine Frage in den Vorträgen und Workshops ist dann, okay, wie sieht es eigentlich mit einem kulturellen Vergleich auf? Ihr könnt Unternehmen, deutsche Hidden Champions übernehmen, aber die Frage ist, kriegt ihr die Seele mit? Ja. Und die Seele hat was zu tun mit Übereinstimmung bezüglich der Kultur. Ja, es gibt einen interessanten Ansatz von Gerd Hofstede, ein Holländer, der lange, lange Zeit bei IBM gearbeitet hat und der sich mit Kultur und verschiedenen Kulturaspekten beschäftigt hat. Also wenn wir sagen, es sollte Übereinstimmung geben in der Kultur der chinesischen und der deutschen, dann lasst uns mal auf den mittleren Balken schauen. Ne? Drunter steht Masculinity, also die Maskulinität eines Unternehmens. Und ihr seht, Was ist es? Maskulinität? Sag mal. Maskulinität bedeutet, ich will die Nummer eins sein. Ah, Ich will gewinnen. Ich ja, will also im Wettbewerb, Wettbewerb. heiß Ich bin heiß rein. auf Wettbewerb. Ja, genau. Ja. Und ihr seht, die Skala geht von 1 bis 100. Und die Bereitschaft, maskulin zu agieren, ist in China vergleichbar wie in Deutschland. Und wenn wir nach weiteren Ähnlichkeiten suchen, sehen wir rechts Long-Term Orientation. Das heißt, die Bereitschaft, langfristig strategisch zu denken. Große Übereinstimmung. Okay. Wo gibt es noch Übereinstimmung? Oder wo gibt es einen klaren Gegensatz Wo zum gibt es einen Beispiel? klaren Ja. Gegensatz? Und einen klaren Gegensatz gibt es links zum Beispiel Power Distance. Das ist die Bereitschaft, Privilegien übergeordneter zu akzeptieren. China sehr ausgeprägt, in Deutschland nicht. Oder Individualismus daneben, in Deutschland sehr ausgeprägt, 67 von 100 Punkten, in China nicht. Also Chinesen sind So, und jetzt sehen wir hier unsere chinesischen Gäste in 2018 und zum Abschluss noch den Konfuzius, den wir da zitieren wollen. Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu handeln. Durch Nachdenken ist er der edelste, durch Nachahmen der einfachste, durch Erfahrung der bitterste. Vielen Dank für heute, liebe Freunde, lieber Hartwig. lieber Thomas, bis die Tage. Tschüss. Ciao.